Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf der Mini-Brunnen. LS90 Mini-Brunnen auf der Mini-Brunnen. Jetzt habe ich selbst verkackt, ist ja auch egal. Ja, neue Woche, neue Mods. Das machen wir natürlich zuerst. Und zwar wieder Bulldogs, wie jetzt gedacht. Und zwar haben wir hier einmal genau den Fendt Farmer 300 Ti. Schöner kleiner Fendt. Und. Wartet. Hier, diese, der Same, der Lambo und der Hürlimann. So, etwas ältere Modelle von denen. Einfach mal mit draufgeschmissen. Ob man es braucht, weiß ich nicht. So, nächste News, aber da fangen wir schon mal mit an. Ihr habt für... anschalten sollte man schon. Ihr habt für Seasons Mod, jetzt haben wir es natürlich, ah, leck mich, ihr habt für Seasons Mod ja gestimmt, das heißt, nach der nächsten Ernte, sprich, wir machen jetzt die Mission fertig, düngen, spulen vor, ernten, und ab dann geht's mit dem Seasons Mod weiter. Das heißt, in den nächsten, also spätestens übernächste Woche würde ich sagen, ich denke, wir werden diese Woche mit der Mission gut durchkommen. Und nächste Woche geht's dann, machen wir dann die Ernte fertig und dann die Woche drauf, vielleicht sogar schon in der zweiten Folge nächste Woche, je nachdem wie lange wir mit der Ernte brauchen, geht's dann mit dem Seasons Mod weiter. Ich bin gespannt, ich habe schon mal mit dem gespielt, aber das war eher so, naja, na? Und jetzt ist es das erste Mal, dass wir da richtig mitspielen, also bei dem, wo ich mir gespielt habe, da ging es dann mehr um den Schnee als um den Season Mod allgemein. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie das dann wird, wenn man das mal ernsthaft spielt. Da muss man vielleicht dann auch modmäßig reinnehmen, das Zeug zum Schnee räumen natürlich, weil was soll man im Winter machen? Da muss man es dann noch überlegen, machen wir das Schneeräumen einfach aus Langeweile oder wollen wir das als Auftrag machen und sagen, wir kriegen für, wir haben hier ja nicht so viele Straßen, dass wir sagen, wir schieben pro Straße, kriegen wir, was weiß ich, ein Tausender oder so. Und summieren das und nach dem Winter bekommen wir dann die Summe ausgezahlt, dass wir pro Straße, die wir geschoben haben, Tausender bekommen. Und nach dem Winter bekommen wir dann, was weiß ich, 10.000 oder was weiß ich, wie viel Straßen wir dann bis dahin geschoben haben. Dass es halt nicht nur auf eventuell Tiere versorgen und irgendwelche Bäume umhauen hinausläuft. Dass wir da gucken, was wir da machen. Ja, das ist so der Plan erstmal. Was sonst die Woche kam, weiß ich nicht, weil ich nehme irgendwie rückwärts auf. Das heißt, ich habe jetzt gerade unsere Firma aufgenommen. Das kommt ja Samstag und Sonntag wieder. Jetzt nehme ich Mini-Brunnen auf, das kommt Donnerstag und Freitag und danach nehme ich, muss ich mal überlegen, was ich sonst noch aufnehme. Wenn ich nehme immer das auf, was safe kommt, sprich in dem Fall Mini-Brunnen und unsere Firma. Und dann gucke ich, was ich sonst noch aufnehme. Eigentlich war geplant, dass diese Woche Notruf 112 im Multiplayer kommt. Aber ich habe herausgefunden, als ich versucht habe, den Multiplayer mal zu starten, da ist das Spiel jedes Mal abgekackt. Deswegen wird es wahrscheinlich auch wieder auf Singleplayer hinauslaufen, die Woche. Mal gucken, ob ich das irgendwie zum Laufen bekomme, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, warum das immer abstürzt. Ich meine, es kann ja auch nicht sein, es gibt ja weder Mods in dem Spiel. Am Kev kann es wahrscheinlich auch nicht liegen. Das könnte ich zwar noch ausprobieren, wenn ich das Kev mal rausnehme, dass es dann vielleicht geht, aber glaube ich jetzt nicht. Aber ansonsten müsste ich nicht, woran es liegen kann. So. Ja. Wir machen jetzt, wir sammeln jetzt oben. Wir machen jetzt die obere Mission fertig. Das heißt, wir packen jetzt den Sammelwagen und sammeln oben die Heuballen ein. Ich meine, vorne haben wir jetzt schon gepresst.
Da schauen wir zur Sicherheit nochmal nach. Aber ich glaube schon, wir haben ja Gras in der Presse drin gehabt. Aber aus Gründen der Sicherheit schaue ich da trotzdem nochmal nach. Ja, da liegen die Ballen schon. Die müssen nämlich noch gewickelt werden. Und dann können die auch verkauft werden. Das heißt, wir wenden hier mal ganz geschmeidig um und fahren zurück, stellen die Presse ab, nehmen den Autostack und fahren hoch zu unserer Heuballenmission. Und holen den, machen die jetzt als erstes fertig, bevor wir anfangen zu wickeln. Da wird das wahrscheinlich trotzdem noch nicht dauern. Da werden wir Ende der Folge vielleicht anfangen, je nachdem wie lange es jetzt hier mit dem Einsammeln dauert. Muss mal gucken. Aber ich denke, dass es nicht allzu lang dauern wird. Wo sollen wir so überhaupt hinfahren? Dahin. Okay, das ist immer dieselbe Fahrstrecke dann, die wir jetzt die letzte Zeit gefahren sind. Und dann müssten wir jetzt, denke ich, die Woche mit der Mission. Oh Gott. Endlich mal fertig werden, damit wir unsere Felder düngen können und dann eigentlich ernten können, um dann mit dieses Mod weiterzumachen. Das wird hoffentlich nice. Und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Dann, oh. Da müssen wir uns doch darauf einigen, wie lang wir die Seasons machen. Ich hätte mal gesagt, dass wir, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie viel wir da was bekommen, aber wenn es ist so zwischen, ja, machen wir mal 2 Tage oder, ja, machen wir 3 Tage. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht Jahrzehnte. Machen wir das Niedrigste erstmal, was geht. Und dann sehen wir schon. Und was wir auch noch dann absprechen müssen, wie lange wir den Winter machen. Weil wir spielen ja, wir können, im Winter müssen wir ja nicht spulen. Glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, wieso wir spulen müssten. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir, dass wir sagen, wir machen eine Woche Winter oder 2 Wochen Winter. Und dann, oder je nachdem, was wir sonst tun haben, vielleicht müssen wir mal Hof aufräumen oder keine Ahnung, irgendwas halt. Und dass wir den Winter dann mehr oder weniger überspulen, überspringen. Dass wir da nicht unnötig lange im Winter vergammeln müssen. Wir nehmen mal den Grasball noch nicht mit. Wir nehmen erstmal nur die Heuballen mit. Den Grasball können wir dann zum Schluss oder offscreen kann ich den auch noch schnell holen. Dass wir erstmal nur, wobei den können wir wahrscheinlich sogar mitnehmen können. Nein, können wir nicht. Wir haben jetzt noch einen Heuballen und einen Grasball hier oben liegen. Hole ich offscreen oder irgendwie, weil ich denke, dass wir den nicht unbedingt brauchen. Ich denke, dass der eine Anhänger reicht, die Mission fertig zu machen. Dann hole ich die offscreen runter und dann können wir die eigentlich, ich glaube, ich verkaufe die dann einfach. Die werde ich jetzt nicht unbedingt brauchen am Hof im Moment. Ja, ich glaube, ich verkaufe die dann. Das mache ich dann offscreen. Das heißt, wir machen dann mit Wickeln weiter und Silageballen verkaufen. Oder halt erstmal abgeben. Also mal gucken gleich, wo wir da fahren. Mal hier runter und hier rein müssen wir. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, wo wir jetzt hin müssen. Ob wir jetzt hier rein schon müssen? Nee, hier rein müssen wir nicht. Wahrscheinlich irgendwo vorne dann irgendwie dahin kommen.
Schauen wir mal. Vorne irgendwie. Hier auch nicht. Da müssen wir irgendwie rein. Hier geht's rein. So. Und hier müssen wir abladen. Perfekt abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt mal eine kürzere Folge. Und in der nächsten Folge fangen wir mit der anderen Mission an. Bis dahin. Ciao.